Lob ist auf der Spur abgeschlossen. Wir wollten die Erfahrungspunkte immer nehmen, glaube ich. Ja. Was haben wir denn da? Ein Sterblicher ist in meinen Turm eingedrungen. Sicherlich ein Versehen. Ja, natürlich. Nicht ganz, Lord Lovis. Ich wurde von Lady Talana höchstpersönlich hergeschickt. Kein Versehen, nein. Ich kann Bauwerken wie diesen einfach nicht widerstehen. Okay, ich glaube, wir müssen dann in dem Fall... Moment mal kurz. Ich habe gerade mein Energy Drink dann doch mal in ein Glas umgefüllt. Also das, was noch übrig war aus der Dose von heute Morgen. Nicht umfallen. Und habe gekleckert. Okay, da das hier einfach nur Blödsinn ist, Gedankenlesen spare ich mir bei dem. Wie viel kostet denn das? 800. Und das wird bei dem... Obwohl. Ich versuch's mal. Ich behalte meine Gedanken lieber für mich. Aber schön zu sehen, dass die Kunst des Gedankenlesens unter den Gebildeten immer noch praktiziert wird. Ihr findet die Truhe neben meinem Thron geöffnet. Betrachtet das als kleine Belohnung für die Erheiterung, die ihr mir schenkt. Sowas hatte ich gehofft. Okay, wir wurden also von Talana geschickt. Die Alternative wäre von Zandalor. Oder von diesem komischen Priester da im Dorf. Die wollten ja alle, dass wir in den Turm gehen. Aber hier können wir nur der Talana auswählen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt. Eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Ihr wisst also, was im Tal vor sich geht? Oh ja, das tue ich, Drachenfreund. Und selbst wenn ich blind wäre, würde ich immer noch den Gestank des Schwarzen Rings wahrnehmen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr eure Nase rümpft, weil ihr dem Schwarzen Ring nicht wohlgesonnen seid? Ja, das tut ihr. Unsere Feindschaft ist kein Geheimnis. Dann denkt ihr vielleicht darüber nach, mir gegen ihre Vorhaben in Rivellon zu helfen, wie Talana es gesagt hat? Ja, und wie sollte ich euch helfen können? Moment mal. Der Schwarze Ring muss zerstört werden und ich werde dafür sorgen, möglichst mit eurer Hilfe. Unbedingt ist wohl eher das Wort, das ihr sagen wolltet. Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. Und obwohl ich ihre Absichten gutheiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Die Halle der Seen. Ich verstehe weder eure noch Talanas Feindseligkeit gegenüber Damian. Ihr Drachen habt euch mit ihm verbündet und den Göttlichen getötet. Oder welche Verbindung besteht zwischen Damian und der Halle der Seelen? Ich nehme Nummer eins. Nein. Ihr nennt uns Verräter. Aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert. Ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat. Higerna wurde gerecht. Und da der Verdammte wusste, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis er wieder seine alte Stärke erlangt, sorgte er dafür, dass die Menschheit einen anderen Feind zu bekämpfen hat. Und genau das taten die Drachentöter. Sie haben die alte Rasse ausgelöscht und der schlummernden Bedrohung durch Damian keine Beachtung geschenkt. Erzählt mir von Igerna. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Der Schwarze Ring wusste jedoch davon und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie. Und sie verliebten sich sogar. Für das Paar ging alles gut, bis Igerna entdeckt und vom Göttlichen enttaubt. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus,
den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Welche Verbindung besteht zwischen Damian und der Halle der Seelen? In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft, Igerna. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins, im Diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Sollte nun Igerna wieder zurück ins Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es eure. Und wo finde ich die Halle der Seelen? Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass mein ehemaliger Meister, Maxus der Drachenmagier, sie einst gefunden hat. Wie immer hat er seine Forschungen schriftlich festgehalten. Dieses Buch muss immer noch in seinem Tempel sein, nicht weit von hier. Seit sehr langer Zeit war niemand mehr dort, aber ich bin im Besitz eines Schlüssels. Er gehört jetzt euch. Die Halle der Seelen zu finden, wird eine lange, beschwerliche Reise sein. Solltet ihr jedoch Erfolg haben, wird unser alter Feind vernichtet. Geht zum Tempel und findet das Buch. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr euch vielleicht für mich um eine kleine Angelegenheit kümmern. Was genau ist diese kleine Angelegenheit? Meine Erlösung. Ich bin nicht aus freien Stücken in dieser Farce, jenseits von Leben und Tod, gefangen. Nein, mein Freund, ich habe Maxos Schande gemacht. Und das ist meine Strafe. Was ist passiert? Ich hatte den Befehl, diese Gegend vor dämonischen Angriffen zu schützen. Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genusssucht. Als der Dämon Lord Baal mit seiner Armee anrückte, wurde das Tal in kurzer Zeit überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Also eigentlich geschieht's ihm. Ich weiß nicht. Es gibt jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, entweder wir sind für ihn oder gegen ihn in dieser Situation. Und ich finde schon, dass es ein ganz heftiger Regelverstoß ist. Und ein Verstoß gegen seine Pflichten. Und gegen wirklich hohe Pflichten. Dass er dieses Tal hat überrennen lassen, einfach nur weil er darüber gesoffen hat. Und dass eine Strafe dafür auf alle Fälle angebracht ist. Aber jetzt auf ewig in diesem Turm eingesperrt zu sein, für eine Sache, die einfach nur menschlich ist, im Grunde, ist auch wieder ziemlich hart. Ich find's schade, dass es keinen Mittelweg gibt. Ich nehme Nummer 1. Eure Worte klingen hart, aber gerecht. Das meinte ich ja. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxus trennte meine Seele von meinem Körper und verbannte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Geht zum Tempel und bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Amdusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Erzählt mir von Amdusias. Vor langer Zeit wurden Amdusias und ich von Maxus dazu auserwählt, Drachenritter zu werden. Aber eines Tages, wir waren nicht älter als 17 und so übermütig wie alle jungen Leute, versuchten wir Zauber zu sprechen, die unsere laienhaften Fähigkeiten überstiegen.
Ein Feuersturm fegte durch eine kleine Stadt und tötete hunderte Bewohner. Voller Ehrfurcht starrten wir auf die schöne apokalyptische Szenerie, bis unser Lehrer kam. Außer sich vor Wut wollte er uns die Zurückhaltung und Verantwortung lehren, die der Weg des Zauberers erfordert. Und um sich unsere Bereitwilligkeit sicher zu sein, sagte er, dass nur einer von uns Drachenritter werden würde. Seit diesem Augenblick waren Andusias und ich erbitterte Rivalen im Kampf um die Drachenwürde, den ich letztendlich für mich entscheiden konnte. Andusias blieb Messdiener im Maxos-Tempel, wo er nun mit unbändiger Freude im Besitz meiner Seele ist. Und hier sind wir wieder an so einem moralischen Scheidepunkt, denn was zwischen den beiden passiert ist, ist nicht mehr als eine persönliche Rivalität. Und er hat sich zwar als offensichtlich der geeignetere für den Posten eines Drachenritters erwiesen, aber nur, ich meine, ich weiß nicht, nur deswegen will ich jetzt keinen töten. Ich meine, ich muss es, wenn ich ihm helfen möchte, aber ich will jetzt eigentlich ungern jemanden töten, nur weil der auf was aufpassen soll und eben seine Freude daran hat, weil er auf was von einem Rivalen aufpassen soll. Das ist bäh. Gut. Erstmal möchte ich jetzt noch ein bisschen was über Maxos wissen. Er war ein Zauberer mit so großem Wissen, dass er bei den Drachen ein hohes Ansehen genoss. Sie lehrten ihn Dinge, von denen kein Mensch je zuvor gehört hatte. Und als er seinen Drachenturm erbaute, ein riesiges Bauwerk voller Magie, vermachten sie ihm die ultimative Fähigkeit. Wie sie konnte er gewöhnliche Menschen in Drachenritter verwandeln. Dadurch wurde er, abgesehen von der alten Rasse, zum mächtigsten Wesen von ganz Rivalon. Er hätte diese Welt erobern und versklaven, oder sie in ein Paradies verwandeln können, wenn er dies gewollt hätte. Aber diese Art von Herrschaft und Macht, sei sie gut oder böse, interessierte ihn nicht im Geringsten. Für ihn ging es nur um Wissen, während seine Drachenritter über Rivalon herrschten. Ritter wie Orovas, Talana und ich selbst. Bis er eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand und nie wieder gesehen wurde. Das war vor ungefähr 1000 Jahren. Sein Drachenturm stand so lange leer, bis Lycan eines Tages das magische Siegel aufbrach und den Turm als Labor für seine finsteren Experimente nutzte. Was ist der Unterschied zwischen Drachen und Drachenrittern? Die Drachen sind die Alten, die Drachenritter ihre mächtigsten Diener. Menschen werden in jungen Jahren von Drachen auserwählt und mit Drachenmagie durchdrungen. Sie werden mächtiger und intelligenter als gewöhnliche Menschen und leben sogar länger. Aber ihre eindrucksvollste Fähigkeit ist es, die Gestalt eines Drachen annehmen zu können. In der Gestalt unserer Drachenmeister sind wir, die Ritter, die Könige unter den Menschen. Herrscher mit unerreichter Macht. Als sich im Laufe der Jahrhunderte die richtigen Drachen immer seltener zeigten, unterschieden die Menschen nicht mehr zwischen beiden. Heutzutage wissen sogar einige nicht mehr, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Einen großen Unterschied. Warum kann ich noch nicht die Gestalt eines Drachen annehmen? Nur die reine Drachenenergie, die in Maxos Drachenstein eingeschlossen ist, kann das in euch schlummernde Drachenpotenzial freisetzen. Er befindet sich jedoch im Drachenturm und in diesem herrscht Lycan. Wer ist Lycan? Er ist ein Nekromant und wahrscheinlich die abscheulichste Kreatur von ganz Rivalon. Sogar krankhafter als der Verdammte und in seiner Macht nur Damian. Tod, Pein, Verstümmelung und schreckliche Auferweckungen sind sein Leben und seine Leidenschaft. Um ein Drache zu werden, müsst ihr ihn vernichten. Eine Tat, von der viele träumen,
aber niemand hat es jemals gewagt. Es überrascht mich, dass ihr noch nicht auf meine silbernen Augen eingegangen seid. Was bedeuten sie? Dass ihr einst ein Drachentöter wart? Nur wenn das Blut des Drachen wie tausend Flammen der Macht und Weisheit durch eure Adern fließt, seid ihr wirklich neugeboren. Was davor geschehen ist, spielt keine Rolle. Es war ohne Belang und Auswirkung. Gut. Wir sind also, in seinen Augen zumindest, ob wir es wollen oder nicht, nun ein Drachenritter durch und durch. Und ihr sucht diesen Turm seit über 1000 Jahren heim. Ja, das tue ich. Und ich wurde in all diesen Jahren weiser und verbitterter. Die meisten haben mich vergessen, aber ich habe Rivalon nicht vergessen. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Damian mit all seinem Hass Rivalon zerstörte. Es ist gut zu wissen, dass wenigstens eine andere Person versucht, sein Schicksal zu besiegeln und gleichzeitig die Ehre der Drachen wiederherzustellen. Ich muss gehen. Wie ihr wünscht, Drachenritter. Okay. Kiste? Verschlossen. Gut, ich stelle erstmal auf die. Mhm. Was haben wir hier noch? Oh, mit Schlösserknacken geht es auf. Okay. Ja, finde ich auch. Geht die andere auch mit Schlösserknacken auf? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist eine Questbelohnung. Mhm. Aber da stehen noch Truhen. Oh, wie toll. Oh, Schlösserknacken ist super. Gut, was ist hier hinten noch? Mischt. So, ein großer Stuhl. Für wen? Oh. Ich muss tatsächlich gehen. Gut. Damit hätten wir jetzt mit dem Herrn geredet. Ich speichere mal. Hui. Und dann geht's rauswärts. Was ist denn hier überhaupt? Was leuchtet denn hier so nett? Nichts Besonderes, ne? Das soll einfach nur schön aussehen. Gut, ach so, können wir jetzt überhaupt wieder raus? Die war ja gerade zu, die Tür. Das ist auch gut. Okay. Dann geht's jetzt in die andere Richtung. Jetzt geht's ganz nach oben.